Herzlich willkommen im Hochzeitssaal. Der Name kommt von der früheren Nutzung, denn damals wurden hier tatsächlich Hochzeiten gefeiert. Heute finden hier vor allem eher kleinere, konzentriertere Performances und Tanzveranstaltungen statt, denn der Raum bietet, anders als der Festsaal mit seinen weißen Wänden, eher einen White Cube. Das heißt, Konzentration, Fokus, all das ist hier besser möglich und insgesamt passen hier normalerweise um die 100 Leute in den Raum. Vielleicht erzähle ich ein bisschen mehr dazu, wie die Sophienseele als Theater entstanden sind. 1996 haben Sascha Walz, Jochen Sandig, Jo Fabian, Dirk Zieslak und Cebu Kluth die Sophienseele als Theater gegründet. Das war damals recht neu und auch innovativ, dass die freie Szene mitten in Berlin einen solchen Ort gefunden hat, um hier neue Dinge eben auszuprobieren, die im Stadt- und Staatstheater nicht möglich waren. Gruppen, freie Künstlerinnen entwickeln hier neue Ideen, versuchen mit Formaten zu experimentieren und neue Sichtweisen zu ermöglichen. Seit 2011 wird das Haus von Franziska Werner geleitet. Der Fokus der Sophienseele liegt vor allem auf der Nachwuchsförderung und auch auf der Berliner Szene. Auch wenn wir mit vielen jungen KünstlerInnen zusammenarbeiten, sind es auch lange Partnerschaften, die sich hier zeigen. So kommt es auch, dass die Sophienseele schon öfter im Berliner Theatertreffen mit Sascha Walz, Thorsten Lensing, Milo Rau oder zuletzt mit Florentina Holzinger vertreten waren. Da wir in den Sophienseelen kein Ensemble haben, sondern mit Einzelkünstlerinnen und Gruppen zusammenarbeiten, kommt es auch, dass wir relativ viele Projekte hier präsentieren. Pro Jahr haben wir über 100 Projekte an fast 300 Veranstaltungsterminen.